Herzlich willkommen in meiner Kochwelt. Heute gibt es mal wieder ein sehr leckeres Nudelgericht, denn ich werde heute Spaghetti mit grünem Spargel machen. Das ist auch ein richtig schnelles Rezept, wo man so in etwa 15 Minuten ein leckeres Gericht auf dem Teller hat. Das heißt, das kann man auch mal machen, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt und keine Lust zu kochen hat, aber eben doch was Frisches kochen will und schnell kochen will und einfach was Gesundes essen will. Ich zeige euch einfach mal kurz die Zutaten. Ich habe hier einen Bund grünen Spargel, den habe ich bereits gewaschen und die Enden auch schon abgebrochen. Also ich habe sie erst geschnitten, aber logischer ist es, wenn man sie einfach abbricht, hat man nämlich das holzige Ende einfach weg. Dann brauchen wir ein bisschen Olivenöl, ein paar Cherrytomaten, Salz und Pfeffer. Ich brauche noch etwas Chili natürlich, eine Knoblauchzehe und etwas Parmesan. Und das Ganze reicht dann für ein Päckchen Spaghetti, also für 500 Gramm. Das geht jetzt auch ziemlich schnell. Ich nehme jetzt zuerst meinen grünen Spargel. Und da ist halt das Tolle, man muss ihn wirklich nicht schälen. Also das ist echt toll, der bleibt auch immer schön knackig. Und man kann ihn einfach klein schneiden oder man kann den auch zum Beispiel einfach auf den Grill legen und grillen. Das haben wir nämlich neulich gemacht. Und später dann mit Olivenöl beträufeln. Und im Prinzip mache ich das Gleiche jetzt in der Pfanne und grill die praktisch jetzt in der Pfanne an. Jetzt schneide ich die mir einfach in so etwa 3-4 cm große Stücke. So, und die Kopfenden, die lasse ich jetzt erstmal draußen, denn die werden schneller weich und ich will, dass die auch bissfest sind. Also gebe ich die erst zum Schluss dazu. Warum, Mama? Damit die nicht so weich werden. Jetzt kann ich die schon mal in meine Pfanne geben und die Pfanne erhitzen. Geht ja auch ziemlich schnell auf dem Induktionsfeld. So. So, warte. Und in der Zeit kann ich dann schon mal meine Knoblauchzehe klein schneiden und auch bereits das Nudelwasser kochen. Jetzt lassen wir sie so etwa 5 bis 10 Minuten anbraten, je nachdem, ob ihr sie weich oder bissfest haben wollt. Also bei mir lasse ich sie etwa so 7 Minuten anbraten. Und jetzt zupfe ich hier schon mal die Tomaten ab, die kann ich jetzt nämlich auch schon mal vorbereiten. Einfach den Stiel entfernen. Ich will auch. Willst du auch Tomaten? Nein, ich will Tomaten den Stiel abbrechen. Aber nicht die Tomaten aufessen, okay? Sollst du mir nicht klauen. Und ich halbiere sie jetzt doch. Hast du mir wirklich eine Tomate geklaut? Ja. Oh nein. Kann ich in der Zwischenzeit schon mal die Nudeln abkochen. Ich gebe einfach Salz dazu. Muss eine klauen. Ich meine zwei. Du alte Nudelklauerin. Und Tomate klaut sie mir auch. Ich habe jetzt hier den Herd übrigens ein bisschen runtergeschalten. Also die haben jetzt bei mir so etwa 5 Minuten drin braten dürfen. Aber ich lasse die jetzt warten, bis die Nudeln fertig sind. Denn dann verkleben die Nudeln nicht und dann kann ich alles gleich zusammenfügen. Und den Rest gebe ich auch erst dazu, wenn die Nudeln fertig sind. Denn dann haben wir alles schön bissfest. Jetzt warte mal einfach so etwa 7 Minuten auf die Nudeln. Jetzt kurz vorm Nudelabgießen gebe ich nochmal etwas Olivenöl in die Pfanne rein. Und gebe da jetzt noch die Spargelköpfe mit dazu. Jetzt könnt ihr die auch schön mitbraten. Machen wir mal höchste Stufe. Jetzt gebe ich noch den Knoblauch mit dazu, schwenke den ganz kurz mit. Mama, guck mal, wie lang die Nudel ist. Die ist echt lang. Und den gebe ich jetzt zum Schluss erst mit rein, damit er einfach nicht verbrennt.
So, upsala. Und jetzt kommen gleich die Tomaten mit rein. Und das sieht auch richtig hübsch aus, also richtig tolle Farben hier drin. Oder da draußen. Jetzt das Ganze noch etwas salzen. Und pfeffern. Und ein bisschen Chili. Gerade ein Hauch. So. Jetzt schalte ich die Pfanne auf. Und die Spaghetti kommen mit rein. So, jetzt muss ich gut aufpassen. Mama, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt, Mama? Geschrieben? Jetzt einmal gut durchschwenke. Samira, willst du ein paar ohne? Ja. Samira kriegt ein paar ohne Spargel. Hey, hier ist ein Spargel. Oh, das ist eine Chili-Flocke. Die nehme ich dir wieder weg. Wieso? Die ist halt ein bisschen scharf. Wer einen Wok hat, kann übrigens auch einen Wok nehmen. Also das ist schon ein bisschen besser zum Vermischen. Aber das kriegen wir auch so hin. Und was ihr unbedingt noch mit reingeben solltet, am besten direkt mit in die Spargelpfanne, ist etwas Zitronensaft. Das habe ich jetzt heute leider vergessen. Ich habe keine Zitronen mehr da, alle schon aufgebraucht. Aber das muss unbedingt noch mit rein, denn das macht so den Geschmack erst richtig aus. Aber es schmeckt auch so richtig gut. Und jetzt können wir schon das Essen servieren. Einfach ein paar Spaghettis. Und Parmesan. Und ein bisschen vom Gemüse. Ja, du magst ja immer Spaghetti mit Parmesan, gell? Ja. Und ihr nicht, gell? Ja, doch, aber ich habe halt immer noch eine Soße dabei. Also, wenn ich immer eine Soße mitmachen. So. Und jetzt noch ein bisschen Parmesan drüber. Und mit ein bisschen Pfeffer. Noch mal drüber geben. Und jetzt haben wir ganz schnell, blitzschnell unser Gericht gezaubert. Wenn ihr zuerst das Nudelwasser aufsetzt, dann habt ihr das Gericht sogar innerhalb von 10 Minuten fertig und müsst dann aufs Nudelwasser warten. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Der Murat darf das gleich mit mir zusammen essen. Also er kriegt auch noch seine eigene Portion. Und ihr dürft das Rezept gerne nachlesen auf sallys-blog.de. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss. Also gebe ich die erst zum Schluss dazu. Damit die nicht so weich werden. Was ist weich? Weich ist nicht hart. Ach so, also die Samira weiß das eigentlich, nur die Zuschauer sollten das auch wissen. Und so. Deswegen hat sie gefragt. Du bist ja toll, bist ja schon wieder Papa, hä? Hey Mama, du sollst doch nicht den Zuschauern das sagen. Ach so, Entschuldigung. Das schneide mal raus, okay? Jetzt wissen sie das. Jetzt wissen die das, ja.